In diesem Video verrate ich dir, wie du innerhalb von 14 Tagen zu deutlich mehr Selbstliebe gelangen kannst. Bevor ich dir das jetzt aber sage, werde ich dir erstmal überhaupt verraten, warum es wichtig ist, an seiner Selbstliebe zu arbeiten. Denn ganz viele Frauen haben Probleme mit ihrer Selbstliebe, wissen aber gar nicht genau, was das für Auswirkungen haben kann auf den Bereich Liebe. Denn als Single- und Beziehungscoach weiß ich ganz genau, wie wichtig Selbstliebe für eine stabile, gesunde Partnerschaft ist, aber auch, um da überhaupt erst hinzukommen. Denn wenn du fehlende Selbstliebe hast, ist es so, dass das zu Unsicherheiten führen kann, zu ständigen Vergleichen mit anderen Frauen, dich das wirklich unglücklich machen kann und du anfängst, an dir selbst zu zweifeln. Wenn du fehlende Selbstliebe hast, denkst du denn nämlich immer, dass du nicht gut genug wärst, vielleicht nicht interessant genug, nicht attraktiv genug, und es wird halt einfach sehr anstrengend, daten zu gehen, schon allein dort, denn wenn du dir vorstellst, du bist auf einer Dating-Plattform, dann fängt es halt schon an, dass du gar keine Fotos von dir magst oder total selten mal ein gutes Foto von dir findest oder schießt, und da beginnt das Spiel schon. Du magst dich selber gar nicht auf Fotos und denkst dir, oh Gott, ne, welche soll ich denn hier auswählen jetzt für die Dating-Plattform? Ganz oft ist es tatsächlich so, dass dann Frauen sogar sagen, naja, Online-Dating ist nichts für mich, diese Oberflächlichkeit mit den Fotos und so, ne, und das einfach nur aus dieser fehlenden Selbstliebe heraus. Denn wenn du dich und deinen Körper lieben würdest, dann hättest du auch kein Problem, Fotos zu machen, Fotos hochzuladen. Und dann geht es halt auch weiter, ne? Wenn du es dann irgendwie geschafft hast, auf die Dating-Plattform zu kommen, hast du dann Zweifel? Interessiert der Mann sich wirklich für mich? Ist der vielleicht eine Nummer zu groß für mich? Datet bestimmt auch andere Frauen? Dann hast du so wirre Gedanken, die wieder dazu führen, dass du sehr unsicher wirst und dann natürlich auch anfängst zu mauern, sodass der Mann gar nicht zu dir durchdringen kann. Und dann, wenn du es trotzdem schaffen solltest, auf ein Date zu gehen, wird das Ganze natürlich dann auch wieder verstärkt dadurch, dass du dann beispielsweise stundenlang vorm Kleiderschrank stehst, nicht weißt, was du anziehen sollst und einfach Angst hast vor diesem Date, du dir unsicher bist, was für Themen soll ich ansprechen, wird er mich wohl gut finden, und so geht das die ganze Zeit weiter. In der gesamten Dating-Phase zeigt sich einfach, dass diese fehlende Selbstliebe wie ein Stolperstein ist und dich eben runterzieht, dich unglücklich macht, dich zum starken Grübeln bringt, und nicht nur das, sondern dass auch das Problem dann ist, dass der Mann das natürlich spürt, dass du unsicher wirst anhand deiner Textnachrichten, anhand dessen, wie dein Verhalten eben ist, und er wird sich einfach zurückziehen, weil er denkt, nee, das ist mir jetzt eine Nummer hier zu groß. Und in der Partnerschaft zeigt sich fehlende Selbstliebe natürlich auch, denn ich sage nicht, dass wenn du keine Selbstliebe hast, nicht in eine Partnerschaft kommen kannst, aber wie diese Partnerschaft dann abläuft und ob diese Partnerschaft dann glücklich ist und wird, ist eher fragwürdig. Denn in der Partnerschaft ist es dann so, dass du schwierig Komplimente annehmen kannst, dass der Mann sich immer ja rechtfertigen muss dafür, wenn er dich quasi liebt oder dir seine Liebe gesteht, du das wirklich schwierig annehmen kannst, ständig Selbstzweifel hast und auch immer wieder denkst, okay, ne, vielleicht bin ich gar nicht gut genug, vielleicht habe ich mir das ja auch gar nicht verdient hier mit dieser Partnerschaft. Und natürlich auch das große Problem da ist, dass du dich nicht genügend attraktiv fühlst, immer das Gefühl hast, du müsstest noch mehr machen, dadurch natürlich auch Eifersucht entstehen kann oder auch so ein innerer Druck, mehr leisten zu müssen in der Beziehung. Also es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen und auch ganz viele verschiedene Dinge, wie sich fehlende Selbstliebe in der Liebe zeigen kann. Einmal natürlich in der Liebe zu sich selbst, aber auch in der Liebe zu dem eigenen Partner und so weiter. Und häufig ist es auch, wenn man fehlende Selbstliebe hat, dass man einen sehr, sehr negativen Self-Talk zu sich selbst führt. Also, oh, wie dumm ich bin, wie konnte mir das jetzt passieren? Oh, sehe ich heute scheiße aus, total bad hair day, so kann ich ja nicht rausgehen, wie sehe ich eigentlich aus? Ne? Also es ist auch irgendwie immer ständig wichtig, was andere wohl so denken könnten. Und das ist natürlich auch etwas, was dein Leben massiv beeinträchtigen kann. Nicht nur in der Liebe, auch im Job oder in anderen Lebensbereichen. Und deswegen ist es grundsätzlich wirklich wichtig, an der Selbstliebe zu arbeiten, wenn man einmal wirklich einen Frieden mit sich selbst finden will, glücklicher mit sich selbst sein will, aber auch, wenn man wirklich eine erfolgreiche Datingphase haben will, die Spaß macht, die leicht ist und die sich nicht anfühlt wie ein zähes Kaugummi,
Und natürlich auch, wenn du eine glückliche Partnerschaft führen willst, ist Selbstliebe unabdingbar. Denn nur wenn du dich da wirklich selbst liebst, kannst du dich da wirklich fallen lassen, Komplimente annehmen und die Beziehung auf das nächste Level heben. Denn nun mal, es gehören zwei zu einer Beziehung dazu, es gehören zwei zu einer Datingphase dazu und fehlende Selbstliebe ist nun mal ein Schlüssel zum Glück, nicht der heilige Gral. Also es ist nicht so, dass wenn du nur an der Selbstliebe arbeitest, sich dein gesamtes Leben auf einmal komplett ändern kann. Es kann auch sein, dass du natürlich irgendwie Ängste hast, Muster hast, irgendwelche negativen Erfahrungen in der Vergangenheit noch andere Spuren hinterlassen haben. Aber mit mehr Selbstliebe hast du eben ein deutlich glücklicheres Leben. Und genau aus diesem Grund schaust du ja dieses Video, weil du eben glücklicher sein willst, werden willst und mehr Selbstliebe tanken möchtest. Und jetzt kommen wir dazu, wie man in 14 Tagen mehr Selbstliebe bekommen kann. Und dafür starte ich jedes Jahr aufs Neue meine Selbstliebe-Challenge. Die beginnt am 21.12. und du kannst dir aber jetzt schon kostenlos das Workbook für die Selbstliebe-Challenge sichern. Denn die Selbstliebe-Challenge ist komplett kostenfrei und geht über die Feiertage bis zum nächsten Jahr, bis zum 5. Januar. Und wir starten eben am 21.12. Aber du kannst dir jetzt schon, wie gesagt, das kostenlose Workbook zur Challenge sichern und an dieser Challenge kostenlos teilnehmen. Denn diese gesamte Zeit begleite ich und es wird komplett für dich eben for free sein. Warum ich das Ganze mache? Weil ich einfach als Single- und Beziehungscoach weiß, wie wichtig dieses Thema Selbstliebe ist und ich möchte einfach, dass jede Frau im neuen Jahr einfach mit sehr viel mehr Selbstvertrauen startet und wirklich die Basics lernt im Bereich Selbstliebe, damit das nächste Jahr eben dein Jahr im Bereich Liebe werden kann. Natürlich ersetzt eine Selbstliebe-Challenge kein intensives Coaching, keine intensive Zusammenarbeit mit mir, aber es ist wirklich ein Fundament, was geschaffen werden kann für deine Selbstliebe und kann eben deine Selbstliebe auf ein nächstes Level heben, damit du eben deutlich glücklicher werden kannst und dafür lohnt es sich doch schon. Jedes Jahr aufs Neue machen wirklich hunderte Frauen mit bei meiner Selbstliebe-Challenge und auch dieses Jahr werden sicherlich einige hundert wieder mitmachen und das freut mich immer wirklich sehr. Wenn du jetzt sagst, okay, was muss ich dafür tun? Wie gesagt, unter diesem Video findest du einen Link, da kannst du dich einmal anmelden für die Challenge. Wenn du dich angemeldet hast, kriegst du das kostenlose Workbook als PDF, kannst es runterladen und dann wirst du auch auf eine Seite weitergeleitet, wo diese gesamte Challenge dann stattfinden wird. Denn es wird jeden Tag für die Challenge ein neues Video geben. Es werden 3 Zoom-Meetings stattfinden, die kostenlos für dich sind, wo man Fragen stellen kann, wo man Erkenntnisse teilen kann. Also da werde ich auch natürlich persönlich dann da sein in den Zoom-Meetings. Wir können uns da alle austauschen, was super schön ist. Wir werden diese Zeit wirklich gemeinsam verbringen, um einfach auch wirklich das alte Jahr optimal abzuschließen, perfekt in das neue Jahr zu starten. Deswegen mache ich diese Selbstliebe-Challenge auch über die Rauhnächte, sagt dir vielleicht auch was, weil es einfach so eine besondere Zeit ist, wo man sich wirklich intensiv mit sich selbst beschäftigen kann. Wenn es draußen besonders kalt und dunkel ist, dann ist es einfach sehr gut, sich selbst wirklich mal die Zeit zu nehmen und einfach mal ins Innere zu schauen. Und deswegen machen wir das genau in dieser besonderen Zeit des Jahres. Genau, und das ist auch eigentlich schon das Einzige, was du tun musst. Dich anmelden und dann einfach auf dieser Seite, die du dann bekommst, immer wieder zu schauen, wann das neue Video hochgeladen wird. Das Workbook ist begleitend zu den Videos, die hochgeladen werden. Zudem gibt es täglich Meditationen der Selbstliebe-Challenge, Übungen, die du machen kannst und Fragen, die du beantworten sollst. Also wirklich sehr schön. Wenn du das Workbook hast, dann wirst du auch ganz genau sehen, was du an welchem Tag machen sollst. Und ich würde immer empfehlen, erst das Video zu schauen und dann die Sachen im Workbook zu bearbeiten. Aber auf der Seite, wo du dir das Workbook runterladen kannst, auf die du dann weitergeleitet wirst, auf die Seite, habe ich auch nochmal ein Video, wo ganz genau erklärt wird, wie die Challenge abläuft, was du dafür brauchst und so weiter. Aber erstmal hier in diesem Video möchte ich dich einfach dazu einladen, mitzumachen, weil es wirklich unglaublich viel Spaß macht und auch
wirklich dir sehr viel bringen wird für das neue Jahr im Bereich Liebe. Du kannst auch wirklich sehr gerne einer Freundin Bescheid sagen, dass ihr das gemeinsam macht oder deinen Freundinnen. Ich habe das jedes Jahr aufs Neue, dass wirklich viele Frauen auch ihre Freundinnen fragen und das dann wirklich so ein gemeinsames Ding wird, was natürlich besonders schön ist, weil ja, zusammen macht es eben ein bisschen mehr Spaß. Also, so kommst du zu mehr Selbstliebe in nur 14 Tagen. Und ja, du wirst sehen, es wird unglaublich viel Spaß machen, unglaublich viel Freude machen. Und ich freue mich, wenn auch du dabei bist. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat und du meinen Kanal schon länger verfolgst, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir hier ein Abo dalässt. Einfach abonnieren den Kanal, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt wirklich noch eine sehr, sehr schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Deine Simone.